Hallo, ihr lustigen Sternfahrer da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind immer noch hier auf der Heimatwelt der... Oh Gott, wie heißen diese Aliens überhaupt? Es gibt auch sicherlich einen Codex. Ich will jetzt erstmal gucken, wie die heißen. Ganz im Ernst, hier gibt es einfach so viele Sachen, die man theoretisch wissen kann, aber Planeten und Orte, Archenspezies, Andromeda-Spezies, genau, gehen wir mal da rein. Die Angara. Genau, Angara sind das. Gucken wir mal, was über die Angara hier drin steht. Bevor Evra de Terschaf die Leitung des Widerstands übernahm, war dieser seinen Worten zufolge, bla bla bla. Okay, wir wissen nicht allzu viel über die Angara. Okay, hier gibt es auch noch Informationen über die Kultur. Werde ich jetzt hier nicht unbedingt alles lesen. Sprachen. Was? Das sind, glaube ich, die... Abtrünnigen oder sowas. Technologie. Alles schon ziemlich cool. Hier gibt es eigentlich alles quasi, was man hier drüber wissen können möchte. Cat gibt es natürlich, Flora und Fauna, Gesetzlose, die Relikte, bla bla bla. Wir werden jetzt hier das machen, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach diesen Teilen hier, die hier überall in der Walachei verstreut rumliegen. Ich freue mich jetzt schon. Das wird garantiert total einfach werden. Aber das Gute ist, viele davon liegen ja quasi einfach so mal in der Gegend rum. Das heißt, wir müssen einfach was hin. Hui! Ich liebe das hier so durch die Gegend zu springen. Das macht einfach mordsmäßig Spaß. So, Frage übrigens. Also ich teste jetzt gerade eben hier nochmal einen anderen Codec. Weil, also ich bin jetzt mal von AVI abgegangen. Ich habe bisher immer mit AVI aufgenommen und jetzt bin ich auf MP4 wieder zurückgegangen. Einfach weil die Dateien so unsäglich groß werden, wenn ich hier in der Gegend rumlaufe und schieße. Ich brauche teilweise einen halben Tag, um eine Folge hochzuladen. Das ist momentan nicht wirklich sinnvoll. So, alles nehmen. Und... Was? Da war doch was da. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Sehr gut. Das müssen wir nur... Da ist die nächste sogar schon. Oh, Nickel. Schöner Nickel. Den nehmen wir mit. Also ich glaube, wir haben auf diesem Planeten hier schon so unsäglich viele... ich gucke hier mal hin und wieder mal alle paar Meter, ne? Unsäglich viele Ressourcen gesammelt, dass wir eigentlich wahrscheinlich ohne Probleme bald was bauen können. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Sehr schön. Immer schön alles bergen. Dann gehen wir erstmal zu dem und dann nach rechts. Ich glaube, wir müssen auf Eos echt nochmal nach den toten Zivilisten suchen. Was wir hier sehen, wird also nicht so bleiben. Es wird irgendwann zu einer Wüste. Möglich. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Sweet! Okay, also wie gesagt, die Turianer sind da ja ein bisschen eigen, wie wir schon festgestellt haben. Die wollen ja unbedingt alles geborgen haben. Das noch Behälter. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Noch mehr Zeug. Oh! Holy crap. Alle erwischt. Ja, es war halt auch nur einer. Moment. Waren wir hier schon? Ich überprüfe es lieber mal, einfach mal ganz kurz. Könnte ja sein, dass ich hier noch irgendetwas übersehen habe. Nee, hier waren wir definitiv schon. Hier waren wir auf jeden Fall. So, und dann... Ja, genau, wir laufen auch schon richtig. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir durften jetzt in Kürze da ankommen, wo wir hinwollen. Da ist er. Genau, der Busch. Ah, nee, und da können wir aufmunitionieren. Gut. Wir haben auf jeden Fall schon die meisten Monstren hier erledigt. Aber bei weitem nicht alle. Wie ich gerade feststelle. Direkt vor uns hier. Gegner wow. Vor uns! Oh! Oh, Kacke! Stirb! Mensch! Da gibt's ja noch mehr. Das war's alles. Da gibt's noch mehr von ihnen! Bumm!
Gut. Und da haben wir nochmal eine Lederumhüllung. Okay, ich glaube, wir haben auch alle. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Habe ich schon nachgeladen? Habe ich. Gut, dann ist hier auch nochmal ein Behälter. Ich glaube, hier waren wir sogar noch nie. Schmiermittel. Da ist doch irgendwas ganz Fieses. Ja, ich höre schon Kampflärm. Also Musik. Liegt der da fest oder was? Okay, wir haben ihn auf jeden Fall. Alles, was XP gibt, ist cool. So, okay. Schilde bauen sich wieder auf. Und sind wieder komplett da. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Sonst wären da, glaube ich, die Gegner weg. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an hier. Ach Gott, der... Wie Dingens ist das? Haben wir auch. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Da ist er. Erwischt. Dankeschön. Jenseits von dem Ding, da hören wir ja schon richtig böse Sachen rumlaufen. Nickel, cool. Wo? Was soll ich denn davon jetzt halten? Oh, Kacke. Ah, weg! Warum hänge ich denn? Hallo, hallo? Ich bin hier irgendwie fest. Ich kann... Ach Gott, weil ich... Hä, was? Ich habe die Konsole aktiviert. Ich komme von der Konsole wieder raus. Steuerung. Moment, halt. Ich kann gerade nichts machen. Hallo? Hallo? Nein, Konsole schließen wäre mir jetzt eigentlich ganz schlecht. Halt. Ich kann gerade nichts machen. Das ist total bescheuert. Ich habe hier die Konsole aktiv. F1? Nein. Ich kann ja nur... Ich werde jetzt sterben. Gut, schön. Dann habe ich jetzt wenigstens genug Zeit, die Konsole zu schließen. Und ich gucke jetzt mal, wie ich die Konsole wieder wegkriege. Bis gleich. Okay, ich weiß jetzt, wie man die Konsole anmacht. Man drückt da oben auf diesen blöden Hütchenknopf da, ne? Links neben der 1. Ich weiß nicht mal, wie das Zeichen Heinz heißt. Da bin ich versehentlich rangekommen, als ich offensichtlich gerade eben meine Ding-Aktion aktiviert hatte. Also meine Biotik-Attacke, das Werfen. Shit, shit, shit. Total unnötig eigentlich. Na, egal. Ist egal. Ist halt dumm gelaufen. Stehst halt dumm da. Bam! Ich sollte diese Aktion vielmehr auf meine Shortcuts, also auf meine Maustasten legen. Ich habe ja eine Maus, die das ab kann. Diese ganzen vielen verschiedenen unterschiedlichen Aktionen. Was ist denn das? Da fehlt irgendwas. Wir versuchen es später nochmal. Okay. Offensichtlich gibt es da wahrscheinlich mal eine Möglichkeit, darüber zu kommen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder da runter, denn... sehr schön. Hier unten müssen wir ja auch noch hin. Ups, das ist und noch ein Behälter. Ein Nitratfusor. Jetzt frage ich mich gerade eben, wie weit ich ja nicht runterspringen kann, ohne dass ich sterbe. Testen! Okay, ziemlich weit. Offensichtlich sehr weit. Moment, da ist doch mal ein Behälter. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert.
Gut, dann haben wir jetzt gleich alle Teile. Wir müssen nur noch da hinten. Da waren wir ja auch schon mal in der letzten Folge. Zugreifen. Oh, verdammt. Das war nicht meine Absicht. Oh, Dopsasa. Ach komm schon, jetzt spring doch. Da hinten. Kann ich hier nochmal nachladen? Muss ich gar nicht. Wir haben ja zum Glück ja schon alle Viecher erledigt. Also sollten wir hier zumindest keine Probleme bekommen. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Und das ist auch nochmal ein Behälter. Nehmen wir alles mit. Ja, und hier kommen wir, glaube ich, echt noch nicht rein. Oder? Doch. Okay, krass. Die Frage ist, ob der Pfad wurde schon benutzt, wenn auch nicht in letzter Zeit. Ich kann Spuren sehen. Schön. Was ist denn das hier? Ui. Sieht aus, als wäre das unser einziger Weg hinein. Ist das Ding überhaupt aktiv? Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ja, dann mach doch. Scanne. Er scannt nicht. Nee, ich glaube, wir müssen erstmal gucken, was das da hinten ist. Wobei ich mir jetzt momentan nicht ganz sicher bin, was ich davon zu halten habe. Hallo? Gut versteckt. Ich hab's. Wir haben jetzt hier etwas geöffnet, was ich vielleicht noch gar nicht öffnen will. Wir kommen später nochmal her. Wir gucken erstmal, dass wir jetzt da diese Trümmerteile voll einsammeln. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich weiß es nicht. Und schon hat er sich verlaufen. Auf gefühlt 5 Quadratmeter. Wir brauchen nämlich noch ein einziges Trümmerteilchen. Und dann... Also ich merke schon, dass dieser Planet auch wieder sehr viel größer ist, als ich es ursprünglich gedacht habe. Und ich glaube, ich muss echt die Folgen ein bisschen kürzer machen. Also auch jetzt bin ich schon, eine Folge sehe ich gerade eben jetzt hier 7,2 Gigabyte. Ich kann das nebenher beobachten. Das ist echt krass. Und wir sind jetzt bei 12 Minuten. Wenn ich 40 Minuten mache, dann sind wir dann wieder bei 28 bis 30 Gigabyte. Je nachdem, was passiert. Das Lustige ist, wie gesagt, bei sowas jetzt hier ist die Datenmenge immer sehr viel größer, weil die... Wahnsinnig viel, jeder Regentropfen wird ja dargestellt und im Zweifelsfall erfasst. Und in anderen Fällen haben wir halt dann quasi in den Gesprächen geht es halt sehr viel ruhiger zu, da ist nicht so viel Dynamik. Muss das Video auch nicht so viele unterschiedliche Daten speichern. Oh, müssen wir da hoch. Ja. Und hoppala und hoppala. Komm. Und hoppsasa. Ach du Kacke. Komm, Beobachter. Der ist erledigt. Schilde hochfahren lassen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Nachladen. Okay, nochmal nachladen. Deswegen schieße ich gerne viermal. Alle erwischt. Zumindest hier. Okay. Die Werte zeigen, dass alle turianischen Wrackteile auf Habal gefunden wurden. Gut. Sag unseren Bergungsteams, sie sollen sich an die Arbeit machen und sie abholen. Ausgezeichnet. Und wir haben dadurch ein Level Up verdient. Das finde ich sehr gut. Aber da hinten geht es ja noch weiter. Sag mal. Was ist denn das jetzt? Ein sterbender Planet. Da müssen wir sogar hin. Das ist eigentlich sogar wirklich unsere Questzone. Okay, krass. Aber zuerst einmal machen wir ein Level Up. Ich gehe mal wieder auf die Biotik. Ich bin ja ein großer Biotik-Fan hier. Und jetzt haben wir zum allerersten Mal die Möglichkeit, hier auch richtig schön Sachen uns hier auszusuchen. Singularität, Eindämmung.
offensive Biotik. Ermöglichen Biotik die Schadensmaximierung gegen Gegner. Und zwar sowohl direkt als auch indirekt. Noch mehr Kräfteschaden. Finde ich natürlich sehr, sehr gut. Eindämmung, Biotik, verbessert die Kontrolle des Biotikes über Masseneffektfelder und ermöglicht unübertroffene Manipulation von Gegnern und Objekten. Biotik-Effekt-Dauer. Okay, das ist einfach, das bringt bei Barriere natürlich nicht so viel. Singularität, Gegenschlag. Erzeugt eine von nach vorne ausgerichtete biotische Aegis-Barriere, die die meisten Projektile reflektiert und den Schaden anderer gegnerischer Angriffe reduziert. Eine gut koordinierte Aktivierung unterbricht Nahkampfangriffe. Okay. Sturmangriff ist natürlich auch nicht schlecht. Macht man also richtig krass Schaden. Deswegen, also ich mache das sehr, sehr gerne immer in Kombination mit der Schrotflinten-Nummer, ne? Also Schrotflinte, Sturmangriff, dann machst du die Gegner eigentlich ziemlich easy going weg. Ich glaube, ich werde deswegen jetzt auch Sturmangriff hier mal auswählen. Haben wir eine weitere Offensivfähigkeit. Dadurch haben wir jetzt was hier? Also 250 Schaden, Stärke 500, Aufladzeit 8 Sekunden, Schilde wiederherstellen, gestellt 50%. Also die Schilde gehen natürlich automatisch wieder ein bisschen hoch. Noch mehr Aufladetempo, mehr Schaden, mehr Stärke. Und dann haben wir die Wahl zwischen noch mehr Schaden und mehr Stärke oder höheren Radius. Wahrscheinlich für den Effekt. Kräfteschadenbonus, Kräftestärkebonus, Schadenswiderstand. Oh. Schusswaffenschadenbonus 15%, Nahkampfschadenbonus 30%. Ich glaube, dann werde ich dann hier die untere Schiene fahren. Die untere Schiene macht, glaube ich, mehr Spaß. Da überlebt man länger. So, zurück. Bestätigen. Und jetzt warte mal, jetzt muss ich das ja auch noch zuweisen. Ich hätte das allerdings gerne irgendwie... kann ich die nicht irgendwie... Nee, warte mal. Ich hätte das eigentlich ganz, ganz gerne auf der 2 gehabt, aber egal. Dann ist es halt jetzt die 3. Also wir können das Gegner anstürmen. Das finde ich sehr gut. Das müssen wir halt noch bei Cora. Die hat 3 Punkte. Da gebe ich jetzt mal was in Nova. Noch mehr Schadensradius. Nein, bestätigen hier. Und bei Liam... Der bekommt jetzt auch den Chaos-Angriff ein bisschen verbessert. Dann macht er mehr Schadenswiderstand. Und die Dauer seines Schadenswiderstands ist dann auch besser. Gut, beenden. Alles klar. Und jetzt haben wir selber noch einen Punkt. Ne, ich will doch... Hallo? Ich will Kampf. Das hier wollte ich gucken, genau. Universalgranate müssen wir halt auch noch besser verbessern. Wir müssen Schrotflinte noch verbessern. Kampffitness. Das sollten wir auch mal machen. Mehr Lebenspunkte habe ich mich ja auch schon mal beschwert, dass wir dringend mehr Lebenspunkte brauchen. Bestätigen. Jawohl, Frontsoldat freigeschaltet. Yeah, will ich aber gar nicht. Ich bleibe beim Biotiker. Ich möchte einfach mit der Biotik mehr Badabum machen. Denn wie gesagt, also die Schrotflinte ist eigentlich nur die sekundäre Waffe. Was ich eigentlich gerne dann machen möchte, sind so Sachen wie Nova oder Schockwelle. Dann quasi direkt vom Gegner. Dann haben wir richtig Spaß. Apropos richtig Spaß. Ich möchte nur mal ganz, ganz kurz gucken, ob wir hier nicht irgendetwas Spannendes verpassen. Feinde! Ja, komm her! Blödes Mistvieh. Boah, ich muss das echt demnächst mal ändern. Ich muss auf meine Daumentaste irgendwie die Nahkampfattacke legen, weil auf meiner Daumentaste ist momentan gerade eben gar... Warte mal, das machen wir einfach ganz, ganz kurz mal. Wo geht denn das Spiel? Dann... Ich mach das kurz. Bis gleich. So, jetzt habe ich es gemacht. Jetzt ist meine Daumentaste endlich der Nahkampfangriff. Damit kann ich deutlich besser arbeiten. Darüber hinaus habe ich festgestellt, man kann ausweichen. Ich wusste das nicht. So, mit der anderen Daumentaste kann ich jetzt ausweichen. Ich hoffe, das bringt mir jetzt was. Oh, da ist ein Drall. Bäm. Oh, Kacke. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann gerade eben nicht mehr primär angreifen. Das ist nicht so gut, dass ich nicht mehr... angreifen kann. Ich habe irgendetwas verklickt.
Ja gut, dann hauen wir den Raptor halt einfach mit den bloßen Fäusten kaputt. Yeah! Und zack, auch erledigt. Au! Mädel, pass doch mal auf, das macht Schaden. Also an den Gegner, nicht an uns. Mann, jetzt habe ich mich hier vertan und muss hier nochmal ganz, ganz kurz die Sekundärattacke machen. Nerv. So, jetzt nochmal testen, ob es funktioniert, wie ich das möchte. Jawohl, es funktioniert, wie ich das möchte. Gut, dann können wir jetzt hier mal ein bisschen Stress verursachen. Hallo. Erledigt. Der nächste bitte. Diese kommt von oben. Und zwar heftig. Und zwar heftig. Okay, also jetzt funktioniert immerhin die Steuerung so, wie ich sie mir vorstelle. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden hier nochmal hinkommen müssen. Oh oh. Was ist denn da dahinter versteckt? Da liegt ja jemand. Ein Datenpad. Übersetzung aus dem Sälisch. Meine Familie ist schreiend auf Vorhalt gestorben. Ich habe jeden Morgen alle in unserem Lager zurückgelassen, um einen Weg durch die Schlucht zu finden. Wir waren nur einen Tagesmarsch von der Sicherheit von Techix entfernt. Ich weiß noch, dass ich voller Hoffnung war. Wir könnten unsere Qualen überleben, als ich plötzlich brennendes Fleisch gerochen habe. Ich bin auf den Rauch zugerannt, obwohl ich wusste, dass ich zu spät komme. Die Cat hatten die verkohlten Überreste meiner Familie auf einem großen Haufen zurückgelassen, aber ich konnte immer noch schmerzverzerrte Gesichter erkennen. Meine Eltern, meine Brüder und Schwestern, meinen Mann und unsere Kinder, alle tot. Ich hatte mich noch nie so machtlos gefühlt. Ich habe ihre Asche verstreut, während mir die Tränen auf der Haut gefroren sind. Dann bin ich nach Techix gerannt, wo ich Agesul getroffen habe. Okay. Was ist hier passiert? Also, das ist einfach nur mal so eine tragische Geschichte, die hier halt letzten Endes auch noch passiert ist. Also, die leiden hier alle unter den Cat. Und ich, wisst ihr was? Ich glaube, dass die Cat wahrscheinlich genauso wenig wie wir in diese Galaxie gehören. Ist aber nur so eine These, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wissen tue ich es nicht. Ich habe aber einfach so das Gefühl, die gehören hier nicht her. Oder sie sind halt auch ganz, ganz plötzlich irgendwie erstarrt. Kann natürlich auch sein. Ja gut, wäre aber auch ein bisschen arg krasser Zufall, ne? Zwei Aliens, die ja eigentlich nicht hergehören. Wenn die plötzlich hier auftauchen würden, wäre schon krasser Zufall. Aber Zufälle gibt es. Zufälle gibt es, weil das kommt durchaus vor. So, jetzt folgen wir mal diesem Weg dort hinten rein. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier jetzt mal schön fündig werden. Wir brauchen keine Heilung. Gut. Munition könnte halt sein, dass wir vielleicht eine absehbare Zeit wieder brauchen. Aber das merken wir schon. Gut finde ich, dass man hier wirklich die Gegner wegholzen kann. Wobei auf der anderen Seite wirkt dadurch, also es ist immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, ne? Da wird manchmal die Welt halt dadurch leer. Dafür nerven die Gegner halt auch nicht mehr. Wie seht ihr das? Also würde mich interessieren, mögt ihr es lieber, dass ihr einfach sozusagen die Level clearen könnt? Oder freut ihr euch, wenn einfach Gegner zumindest sporadisch, es muss ja nicht kompletter Respawn sein, Also mögt ihr es, wenn Gegner quasi sporadisch dann quasi auch wieder nachspawnen. Und quasi sozusagen das Einwandern von anderen Lebensformen quasi zu simulieren. Was ja in echt der Fall wäre, ne? Du kannst ja normalerweise einen ganzen Planeten jetzt nicht so im, Hallo? Nicht durch Handarbeit, so wie wir jetzt hier quasi auslöschen. Das ist interessant. Hallo. Okay. Und nu? Okay, krass. Wir müssen so hoch. Das wird jetzt hier wieder so eine Jump-and-Run-Action. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Ein Gravitationsschacht. Okay, dann wollen wir mal. Yeah, geht's jetzt wieder hoch. Oder? Ach nein. Quer rüber. Wie geil.
geil ist das denn? Einfach mal so quer rüber. Ein Gravitationsschacht führt uns einfach mal so auf die andere Seite. Entdeckt Mitrava-Anstieg. Alt. Ah! Wow. Ja, wow. Was? Das Wetter scheint unter uns schlecht zu sein und nicht nur über uns. Behälterli. Alles nehmen. Schön. Und da vorne scheint irgendetwas Wichtiges zu sein. Ja, das sieht schon sehr prominent aus hier. Nochmal ein Gravitationsschacht. Aber ich möchte das mal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier irgendetwas übersehe. Kann ja sein, dass ich mir ansonsten irgendetwas entgehen lasse. Das hier sieht so ein bisschen komisch aus. Ne, hier ist wirklich sonst nichts. Okay, dann nutzen wir das. Ich feier das voll, ey. Das ist einfach super. Hui. Und nu? Bin ich allein. Das haben wir ja toll hingekriegt. Ne, die anderen spawnen natürlich immer hinterher. Veredelte Fasern. Und da ist eine Tür. Ja. Tür. Wie wir sie schon kennen. Wir steigen auf einen Berg, um mit ein paar weisen alten Einsiedlern zu reden. Das ist, als wären wir in einem Film oder so. Wenn sie uns dann noch ein magisches Artefakt überlassen, fresse ich meinen Helm. Ich werde sie daran erinnern, Costa. Ihr seid in keinem Film. Aber ihr seid in einem Computerspiel, das wie ein Film teilweise präsentiert wird. Okay. Wie komme ich da? Ich glaube, ich muss komplett einmal außen rum, oder? Ich habe mich gerade voll verschreckt. Ich dachte, ich falle da jetzt komplett runter. Da habe ich gedacht, falle ich runter. Oh! Na, komm her! Tilg das! Du komischer Tilger. Schildkondensator. Nett. Angara-Panzerung, Guerilla. Also, was haben wir denn hier? Ja. Weiß ich nicht. Jetzt mal die Waffe weg. Gucken, wo ich hin muss. So, hier definitiv nicht. Ich hoffe nicht, dass ich da rüber muss. Das kommt mir ein bisschen weit vor. Ich glaube, das war einfach nur so ein kleiner Abstecher hier, oder? Muss ich da hoch? Nee. Nie. Nie und nimmer. Ja, aber wo muss ich jetzt hin? Ach, hier lang. Ja, das sieht sehr danach aus. Aber hier gibt es auf jeden Fall wieder Gegner. Freunde! Zack! Und nachladen. Auch weg. Ja, wir machen nur die wenig Schaden an deren Schild mit diesem Sturm. Und erwischt. Gut. Schild ist wieder oben. Ja, also die Maschine. Was bist denn du? Schade, dass ich das nicht scannen kann.
So etwas hätte ich erwartet, dass man scannen kann und dass dann vielleicht sogar ein kleiner Dialog raus entsteht oder sowas mit Sam oder so. Irgendwas über die Kultur der Angara. Also man sieht, die haben schon so ein bisschen so einen Touch in Richtung Hochkultur. Sieht aus, als müssten wir einen anderen Weg finden. Ja. Schön, dass wir uns da einig sind. Ich schätze mal, dass wir den hier brauchen. Ja. Reliktsäule. Geschätzte Tragkraft 0,5 Tonnen, Zusammensetzung unbekannte Legierung, Keramik, interne Stützen, Spurenelemente, Ferrofluid. Eine stabile Säule, möglicherweise angehoben durch Hydraulikdruck. Ihre vorgesehene Funktion ist unbekannt. Jetzt. Sieht aus, als ob hier noch was wäre. Ich glaube, dass ich irgendwie da hoch muss. Hallo? Ich scanne erstmal, ne? Wow. Also irgendwie muss man das hier doch aktivieren können. Aha, da ist was. Na, ich hab's nicht. Gleich stehe davor und sehe es nicht. Das verschafft uns einen Vorteil. Ja, würde ich auch sagen. Super. Super. Okay, wir sind oben. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, aber ich habe es einfach mal so gelöst. Und nochmal ein Behälter. Was hier alles so rumliegt, ne? Ist ja eigentlich ein offizieller Weg zu den alten Damen. Sollte man eigentlich meinen, dass ich jetzt hier gerade im Hardcore-Diebstahl begehe, ne? Erstmal gucken. Da ist wieder so ein Behälterli. Alles mitnehmen. Der Planet ist eh im Arsch. Muss schon eine Brücke werden. Schnell rüber, bevor sie kaputt geht. Ich traue dieser Technologie eigentlich nur so weit, wie ich sie werfen kann. Und daher alles festgeschweißt oder genagelt oder gedübelt ist, kann ich es nicht wirklich werfen. Oh. Laden. Der hat Überreste. E0-Schaltkreis. Sind wir da unten noch eigentlich? Wow! Nein, wir kämpfen nicht unten. Wir kämpfen definitiv oben. Gute Arbeit! Diese Flieger, ey. Ja, hier ist natürlich wieder ein Behälter, habe ich mir schon gedacht. Und hier haben wir wieder einen. Ja, fahr halt runter. So eine Reliktkonsole. Wir können Verstärkung brauchen. Was? Wir können Verstärkung brauchen? Warum? Ich weiß nicht, was sie meint, liebe Cora. Hoppala. Heile, heile Segen, aber den brauchen wir nicht. Zumindest habe ich keinen Schaden, von dem ich wüsste. Was ist denn das hier? Sehen Sie sich das an. Wow! Boah, Moment, das müssen wir gleich mal anschauen. Ein Kommsystem. Ich möchte da irgendwie am liebsten draufstehen, aber ich glaube, das geht nicht. Boah, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in die Ego-Sicht gehen, ohne... Boah. Ey, ganz im Ernst. Das muss eigentlich fast der Screen werden. Ich glaube, das mache ich mal ganz, ganz kurz. Einfach mal hier einen schnellen Screen. Für das Thumbnail hier.
Okay, und wir gehen jetzt hier rein. Es sei denn, ich finde jetzt hier noch was Besseres, aber irgendwie bezweifle ich das, weil die Folge ist jetzt gleich rum. Erstmal umschauen. Und daher ich ja gesagt habe, ich mache leicht kürzere Folgen, zumindest so lange, bis ich das Gefühl habe, dass es mit dem Upload wieder besser läuft, liebe Leute. Bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.